Ja, servus und seid gegrüßt, meine Spinnangel-Spezialisten. Ich bin der Hafenkönig Dämlich. Das ist Fishing Planet the Fisherman auf der PS5, Part 97. So, heute geht's weiter. Im letzten Part habe ich hier einen schönen Rapfen gefangen. Noch nicht den ganz großen, aber einen schönen. Die Bisszeit ist noch gut und ihr wisst, ich will immer so erstmal alle Spots abangeln. Und das will ich heute hier tun. Westlicher Tiber. Schauen wir mal, was es da gibt. Okay. Das westliche Ufer dieses großartigen Flusses ist hauptsächlich ziemlich hoch und steil. Vorwiegend mit solchen dichten Gewächs wie Blattbäumen und zahlreichen Büschen bedeckt. Die Grammatik in diesem Spiel ist echt gravierend schlimm und ich möchte mich erhängen, wenn ich das noch weiter lesen muss. Dieser Angelort befindet sich nicht weit von der hängenden Laufbrücke, die als Übergang über weites Wasser. Punkt. Einfach idealer Ort mit dem Zugang zur mittleren Tiefe des Flusses, wo man zahlreiche Rotaugen, Karauschen, Barsch, Döbel und Rapfen, die sich in ihren Deckungen unter Baumwurzeln und gefallenen Bäumen verstecken, wunderbar angeln können. Na, das will ich ja mal sehen. Geil. Okay, da gehen wir hin. Freilich. Sofort. Bitte. Meine Güte, die Grammatik. Da kann man nur immer mit dem Kopf schütteln. Und ich bin kein Deutsch als gewesen. So. Aber. Ja. Okay. Ich habe mal ein bisschen. Was ist da drüben? Ich habe mal ein bisschen neues Grundfutter gemischelt. Damit wir das hier noch ein bisschen benutzen können. So. Hier drüben habe ich doch gerade noch einen Spot gesehen. Ah, da komme ich nicht hin, oder was? Och nö. Das sieht doch mir nach Friedfisch. Nee. Na gut, da gehen wir wieder davor. Wir können ja auch mal links direkt vor die Stämme hier werfen. Das sollte doch auch was machbar sein. Aber mit Rutenständer möchte ich eigentlich schon angeln. Das ist doch klar wie immer. Na los, nehm das Ding, komm. Mein Jung. Nee. So, jetzt aber, hä? Oh. Irgendwie. Spinnt's rum, Leute. Ich kann gerade nicht wirklich viel machen. So, vielleicht da jetzt. Ja, jetzt scheint's zu funzen. Gut. Erste Hürde ist gemacht. Ding aufgestellt. So, hier ist ein kleinerer Haken dran. Ich möchte ja versuchen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob hier vorne ein paar beißen. Ja, ist jetzt nicht mega tief, aber ein paar schöne Rotaugen oder so könnten sich da auf jeden Fall aufhalten. So, machen wir das mal. Das passt. Da sollte jetzt auch kein Riese rangehen. Dem würde ich in Form von... Obwohl, die Strömung geht hier lang. Ja, hau ich das Ding auch mal hier rinder. Und dann können wir da ein bisschen mit unserer Spinnangel noch rumexperimentieren. Die Tiefe ist in Ordnung. Das sollte ja auch nicht ganz so tief eingestellt sein. Also passt das. So Leute, ich habe einen schönen kleinen Hechtlorch gefangen. Ihr seht schon, letzte Woche. Wollten wir wieder ein paar Köder ausprobieren. Da ist der Gute beim 6. 7. Wurf ist einer eingestiegen. Bin ich mal kurz nach dem Feierabend gefahren, weil ich mal noch eine Stündchen Zeit hatte. Ja, schön, dass das natürlich geklappt hat. Hat mich sehr gefreut. So, da würde ich jetzt hier, wenn hier der Flussbarsch sich auch rumtreiben soll. Was können wir da mal dranhängen? Hier so ein... Das ist zwar der Forellenspinner, aber ich möchte es mal nicht unversucht lassen. Einfach mal gucken. Da könnte ja wirklich auch mal ein großer Barsch hier drauf gehen. Das wäre ja mal was. Gut.
Wir probieren es. Wie immer. Zeit ist top. Sollte auf jeden Fall noch irgendwas gehen hier. Bei der Grundroute, das ist jetzt natürlich nur erstmal Experiment. Vielleicht müssen wir hier auch wieder mehr in die Mitte hauen. Und an den Spot hier weiß ich gar nicht, ob ich da im alten, schöner Biss, im alten Fishing Planet, jetzt in der Online-Variante, da schon mal hier überhaupt geangelt habe. Das weiß ich gar nicht mehr. Kommt mir jetzt nicht alles sehr bekannt vor. Kann natürlich auch sein, dass ich hier war und mich einfach nicht mehr daran erinnere, weil ich hier keine guten Fänge hatte. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber wir haben ja auch noch eine Nacht zumindest vor uns. Was natürlich schade ist, dass wir nicht bisher noch keinen Aalfreund gesehen haben. Aber die nächste Nacht kommt ja. Da sollte man doch vielleicht auch mal ein bisschen Glück haben. So, was wird's nun? Jetzt zerre doch mal das Ding ein und mache mal einen schönen dicken Hornhecht rein. Ach nee, die gibt's ja nicht, aber schön Barschbruder bitte. Wir hatten ja auch einigermaßen Kohle gemacht. Verhältnismäßig. Oh, schon wieder hier vorne. Bei 12 Metern. Kann natürlich sein, dass hier direkt die Kante ins Wasser fällt. Und dass da die Barsche oder irgendwas stehen. Ein universeller Köder wäre jetzt natürlich ein Nervospoon. Müsste funktionieren. Ach schade, auch noch nichts an der Pose hier. Ah, schon wieder. Ah, diesmal weiter hinten der Biss. Es können natürlich wirklich kleine Barsche sein, die nicht gleich immer hängen. Ah, jetzt war irgendwas an der Pose, ist auch noch was da. Könnte man auch einen schönen Barsch vielleicht noch landen. Fisch ist auf jeden Fall noch da. Dann haben wir die Sache mal. Und? Wie sieht's aus? Ah, wieder losgelassen. Okay, Leute, ich hole die Grundrute mal raus. Scheint dort an der Seite ein bisschen fehl am Platz zu sein. Natürlich danke für eure Views und eure Likes. Ihr habt ein Gut bei mir. So, und hier würde ich jetzt nämlich gerne eigentlich die Barbe, Karpfen, irgendwas muss ich doch hier rumtreiben. Karausche, schöne Rotfeder, Rotauge. Muss doch einiges zu finden sein hier. Na, da sieht es doch schon ganz schön tief aus. Das ist eine schwierige Stelle hier auch fürs Posenangeln, wo man diese Strömung hat. Ah, da war nix. Oh, und da ist auch schon was. Da ist schon was. An der Friedfischroute. Ah.
Da tut das Futter seine Wirkung. Ich habe diesmal auch mal ein bisschen mehr Lockstoff dran gemacht. Oh! Ja! Schönes Karauschlein. Oh ja. Oh, sind die hübsch. Sind die hübsch? Und genau solche soll es wahrscheinlich einem kleinen neuen Dorfteich auch geben, wo ich demnächst mal angeln will. Sollen angeblich komplett goldgelb sein. Da bin ich ja mal gespannt, ob das stimmt. Weil manchmal sind die Erzählungen ja etwas anders wie die Fische. Und ihr wisst, bei Anglern kann man immer bei gefangenen Fischen immer noch mal die Hälfte abrechnen, immer ein Viertel abrechnen vom Maß, was sie dir erzählen. Das heißt, mein Hecht war nicht 70, wisst ihr Bescheid, aber 50, nein, Quark. Ich sag euch natürlich die Wahrheit. Und ein 70er Hecht ist ja jetzt nichts mega Besonderes. Ist eigentlich ein schöner Fisch zum Essen. Aber da ich noch einen Gefrierfach hatte und ich nicht jeden Fisch mitnehme, sondern nur das, was ich brauche, durfte der Kollege wieder schwimmen. Und da hatte ich auch ganz gut gehakt, wirklich vorne an der Lippe, was ja relativ selten ist bei Hechten. Und es hat aber funktioniert. So, was ist hier los? Grundrute rettet uns hier. Das könnte wieder ein Karauschenmädel sein. Eine ungefähr dieselbe Größe. Was mache ich aber jetzt mit der? Ich werde mal an die Pose gleich eine Ritze dranhängen, um hier vielleicht eventuell doch noch mal ein paar mehr Fische abzugreifen, Raubfische. Ich kann ja auch mal gucken, genau, das machen wir mal, wie das mit Kollege Schnürschuh aussieht. Also Kollege Rapfen. Aber mit Pose Rapfen, weiß ich jetzt nicht, ob das überhaupt so richtig möglich ist. Aber wir gucken mal. So, was sagt's denn? Döbel war ja auch, okay, da wird der kleine Ritzen gerne nehmen. Der Barsch nimmt sie ja zur Not auch. Der Rapfen auch, okay, dann ist es entschieden, dass wir auf jeden Fall die nehmen werden. Ich meine, forellenmäßig haben wir ja eigentlich am Anfang ganz gut abgeräumt. Es hat gut angefangen, aber wir haben jetzt nicht die Mega-Erfolge hier gefahren an den anderen Spots. Was natürlich ein bisschen schade ist. So, wo sind wir denn eigentlich? Meter? Ja, das ist doch okay. Ist doch völlig okay. Ich hau mal ein bisschen weiter raus auch. Oh, das war ja die falsche Route. Ich Ochse. So, jetzt hätte ich aber gerne noch mal was hier mit der Spinnrute. Aber da könnte man eigentlich auch. Aber schlecht finden sie den Köder nicht. Das ist schon der fünfte Biss, aber nichts verwandelt. Was kann man da noch dranhängen? Hier den Narrow Spoon, das ist jetzt auch nicht so riesig. Kommt man nicht extrem weit, aber so, dass es reicht. Okay, ich glaube, wir haben gleich einen Biss an der Posenrute. Die Sache mal beobachten. Na, der Nebel hat sich auch immer noch nicht verzogen. Schon um 9 Uhr.
Aber der ist hartnäckig. Ist aber eigentlich ein sehr schönes Angelwetter. Neblig, leicht bewölkt. Immer besser als volle Sonne. Wir haben jetzt noch gar keinen Biss hier. Oh doch. Oh, da kam aber ganz spät. Ganz spät. Oh, und da stehen sie an der Kante. Hab ich's doch gesagt. Die alten Lorche. Oh, schöner. 32er, das ist wieder, kratzt wieder knapp an unserer PB-Marke. Oh, schönes Tier. Ein schöner Flussbarsch. Du kommst mit. Das ist doch schön. Das ist doch wirklich schön. Zwei Garauschen und ein Flussbarsch. Es ist doch schon ein knuspriges Menü für abends. Garausche schmeckt sehr gut, Leute. Lasst euch da nicht abschrecken, wenn da jemand sagt, da sind so viele Kreten drin. Geschmacklich sind die sehr lecker. Da kann ich wirklich euch nur sagen, muah. Aber ja, es ist viel Arbeit. Es ist wirklich viel Arbeit mit den Kreten. Vorzugsweise durchkuttern, Fischburger machen. Super lecker. Oder selber eine Art Fischbrötchen mit, was ihr mögt, was ihr euch so da drauf machen möchtet. Auf jeden Fall Zwiebel und saure Gürkchen nicht vergessen. Kann man auch schön einlegen wie Essig, Art Rollmops, geht auch sehr gut mit Plötzen und Rotfedern. Aber komisch, dass wir auf die Pose jetzt so gar keinen Kontakt haben. Die haue ich gleich mal komplett raus. Und die Grundrute ist auch noch still. Wundert mich auch so ein bisschen. Gehen wir mal auf die 90. Ah! Tja, nun ist es soweit, Leute. Ich kann nichts machen. Ja! Okay, da haben wir zugeschlagen. Das könnte. Ja, kleiner Mini-Karpfen. Oder doch nochmal eine Karausche sein. Nee. Doch, kleiner Mini-Karpfen. Sah gerade so schlank aus, dass ich dachte, es wäre eine Barbe gewesen. Aber der kleine Mini-Karpfen hat zugeschlagen. Hat auch ein bisschen lange gebraucht. Also. Es war jetzt gar nicht so ohne. So, ich will ja hier mal ein bisschen rumprobieren, gell? Dann hauen wir mal hier in die Ecke. Ja, noch mal einen Ticken tiefer. Ein Ticken tiefer. Sagte sie, als er bemerkte, dass er nicht so gut bestückt war. So. Oh mein. Zack, legen wir die mal hier hin. Wie jetzt? Ist das. Nee. Nee, das war jetzt nur. Ich dachte schon. Ich dachte schon, da ist schon wieder gleich was dran. Der wird aber schwer zu sehen hier. Uiuiuiui. Horido! Da ist ein bisschen übertrieben. Na gut, so geht's eigentlich noch. Da sehen wir noch ein bisschen was. So, gehen wir mal schön hier. Nicht ganz so grundnah. Vielleicht noch einen Rapfen abstauben zu können. Oh, brütende Wärme bei uns hier in Thüringen. Schöne 27 Grad.
Ich weiß, die Sommerfreunde unter euch, die werden sagen: Na, endlich, wir hatten ja immer nur Mistwetter. Ja, aber irgendwie mag ich Mistwetter. Also, ja, ich mag nicht, ich mag nicht die ganze Zeit nur Regen. Aber wenn es jetzt bewölkt ist, habe ich da nichts dagegen, Leute. Zum Gegenteil, es ist genau mein Ding. Ich sag mal, schöne 23, 22 Grad und eine leichte Bewölkung. Und eine ganz leichte Brise. Von mir aus auch 25 Grad Sonne und eine etwas größere Brise. Da gehe ich auch noch mit. Hauptsache, die Luft steht nicht, so wie bei uns hier die letzten Tage. Schade, wieder schöne Bisse, wieder kurz vorm Rand. Das sind hundertprozentig wieder die Borschgesellen. Ui! Sag mal. Ja, ganz schön frech. Die Probe ist jetzt, war ja viel weiter draußen jetzt. Pose wundert mich wirklich. Ich finde, die ist hier am Tiber. Das ist die schlechteste Art hier zu angeln. Mit der Pose. Leider. Lassen sich nicht überlisten hier die Fische. Eine halbe Umdrehung. Nee. Nee, so wird's nichts. Oh, das ist an der Grundrute. Geht noch nichts. Da ging geradeaus ein bisschen mehr. Wäre ich vielleicht nochmal dahin werfen. Wäre ja Quatsch, wenn ich jetzt hier. Und die Eritzen werden gerade wieder verfolgt. Aber leider wird er nicht zu Ende geräubert, immer nur ein bisschen angefangen. Ja, schade. Jetzt verzieht sich auch langsam, aber sicher, will sich der Nebel verziehen. Doch nicht. Keine hundertprozentigen Einschläge hier. Das ist schade. Was haben wir denn noch im Angebot? Was ist denn das Kleinste, was wir hier haben? Hier, der sieht doch schön aus. Der sieht doch schön aus. So, dann wechsle ich hier aber auch noch mal. Mit mal hier noch mal. Was Großes ans Band kriegen, kann doch gar nicht sein. Raus jetzt hier, aber schnell. Ich trinke einen Sekt vielleicht. Ja, ich habe wieder zu viel TV-Total-Ausschnitte geguckt. So. Hier war es ungefähr. Ja, jetzt ein Stückchen noch. Ja. Da müsste doch ein guter Spot sein. Zeigt mir aber keine Tiefe an. War auch nicht so tief. Eigentlich sagt man immer, umso tiefer, umso besser. Also zumindest hier im Spiel. Und auf die Karpfen auf jeden Fall. Rauschen und Co. Unsere Gründelfreunde schlechthin. Gehen wir mal auf 1,30. Ich will es ja nicht, Leute. Ich will es ja nicht. So, nicht ganz so weit. Bitte, danke.
Jetzt probieren wir den aus hier. Da müssten sie sich ja sofort wunderschön einhängen. So, Schluck Kaffee, da wird es schon richten. Ha, so, jetzt ist die braune köstliche Suppe auch leer. Na, der funktioniert doch gut. Oh! Und da ist es doch schon soweit. Na, endlich. Oh, das ist was Kleines. Na, könnte das eine Rotfeder sein? Unser erster? Oder Rotauge? Ja! Das erste Rotauge. Ach, ich mag diese Tierchen. Ich finde die einfach so hübsch. Schlicht und doch irgendwie elegant. Wie ein Anzug mit Jeans. Okay, hau das Ding hin. Wie tief haben wir es denn da? Ja, gut. 280. Rausgehauen. So, bitte jetzt noch mal schön Kollege hier mit der Spinnrute. Ja, kurz vorm Ufer. Das ist doch wieder Bosch, Kollege, oder? Oh nee. Hey, Harald Welz ist wieder da. Ganz unverhofft 90 cm Welz. Aber extrem unverhofft. Auf der Hose, gab es da gerade einen kleinen Einschlag? Das sah für mich gerade so aus, als hätte die sich stark bewegt. Da scheinen alle hier vorne an der, alle an der Kante zu stehen hier. Na, jetzt läuft es doch schon besser. Das könnte wieder Kollege Kleinschubi sein. Gehe ich mal stark von aus. Oder Normalschubi. Nee. Rapfen! Nee, ach, Rapfen. Barbe, natürlich. Oh, die haben ganz schön Kraft, gell? Ist jetzt auch kein Riese. Keine große Barbe, aber eine hübsche. Ach, auch ein geiler Fisch. Richtig eine Schönheit. Gut, da scheint ja viel zu stehen hier hinten. Barbe, Karpfen, Karausche, Plötze, Barsch, Wels. Bisher gar nicht so schlecht, die Bilanz. Gar nicht so schlecht. Ist natürlich blöd, gell? Jetzt habe ich meine Spinnrute abgelegt und dadurch erstmal schön ein paar Meter eingebüßt hier. Ich weiß gar nicht, ob die Barsche sich den Wobbler hier holen, aber ich könnte es mir schon gut vorstellen, dass sie den auch haben wollen. Aber mein Gott, die Pose performt sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Was will man machen? Komplett auf Grund hauen die Pose irgendwie, dass sie noch leicht schräg steht. Könnte ich natürlich mal probieren. Lasst uns das mal probieren. Dann hauen wir die hier vorne hin. Vor Ort praktisch. Und gucken halt einfach mal. Also ist dürftig. Dürftig, dürftig. Dürfte ich Sie bitten? Da gehen wir. Muss man natürlich erstmal ausloten. Da hinten waren es immer so 3 Meter oder so. Hier vielleicht. Könnte natürlich. Stellt sich trotzdem hin. Naja. Könnte ich ja ein bisschen ranziehen.
Ja, da liegt er dann. Machen wir das einfach mal so, oder? Und auf gut Glück, sag ich mal. Was war das? Ein kleiner Hänger. Ob das jetzt natürlich von Glück gekrönt wird, weiß ich nicht mit der Pose. Zumindest sehen wir besser, wenn sie weg ist. Und da. Da schnabuliert! Da schnabuliert einer! Aha! Haha! Fräulein! Fräulein, hier, Yvonne, Flussbarsch. Jetzt geht's wohl auf einmal, wenn ich dich hier an die Kante lege. Na, aber immerhin. Legen wir das Ding wieder hier hin. Schön. So können wir auch unsere Fische fangen. Oder vielleicht ist es doch einfach nur die Tiefe, weil wir hier kurz über dem Grund sind. Muss man schon ganz schön leiern hier bei den Triple Runner, dass der ein bisschen in Fahrt kommt. Es ist gar nicht so einfach. So, volles Produkt jetzt nochmal. Rapfen mögen den vielleicht ja nicht, den Köder hier. Ich weiß es nicht, wa? Ah, ist jetzt nicht der Topspot. Zwar viele Arten jetzt hier auch gefangen. Döbel wäre eigentlich auch noch mal nett. Aber hängt sich keiner mehr rein hier. Was hatte ich noch? 2-0, 1-0. Was war der mit dem Barstiko? Da war ein bisschen was Größeres, gell? 9-2-0, den könnte man natürlich auch noch mal probieren, den Crankbait hier. Etwas auffälligeres. Ach so. Ich glaube, jetzt geht die Bisszeit auch so ziemlich runter, gell? Aber hier lassen sich die Köder irgendwie ganz schön schlecht führen. Oh, Pose. Pose, Pose, Pose. Hör! Das könnte Welt sein. Oder? Ja, natürlich. Da hat sich der kleine Uwe der Ritze gegönnt. Ach so, ja, ich wollte noch mal schnell für den letzten Fisch wenigstens noch mal eine optimale Bisszeit gewährleisten. So, da hole ich den aber noch normal ein. Vielleicht haben wir ja noch einen Biss. Aber irgendwie so richtig Köderbewegung kriegt man hier gar nicht rein. Sagen wir, stimmt da was nicht? Jetzt wäre das ein bisschen seltsam. So, was haben wir denn? 17 Uhr, okay, dann spulen wir noch auf die 17 Uhr vor.
Das nächste Mal wird ich ja eh noch mal in die Nacht gehen. Aber da würde ich vielleicht zur Brücke vorgehen. Aber der hat ja mal gar nicht performt hier. Er ist riesig. Ja. Medium Spoon 14. Den noch mal. Lasst uns den noch mal probieren. Den kachel ich jetzt mal hier so schön an den Rand lang. Da vielleicht noch irgendein aus seinem Versteck zu locken. So, für mich geht es auch bald in den Angelurlaub. Ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt. In anderthalb Wochen ist es soweit. Also ist das nochmal ein Part entfernt praktisch. Wenn ihr das jetzt seht. Ja, und dann geht es mal an die Havel. Mal gucken, ob wir Glück haben, ob das Wetter mitspielt und wir noch ein paar schöne Fische angeln können. Ich bin gespannt. Aufgeregt, Flitzebogen. 3,3, das soll die Zahl sein, mit 33 Metern. Das lobe ich mir. So, die Ardix. Wo ist die Ardix? Ja, die können wir ja nur wieder am besten hier hinlegen und gucken, was geht und was nicht geht, wa? Jawohl. Nice. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob hier an der Seite ein schöner, fetter Trophy-Barsch auf den Medium-Spoon knallt. Ich bitte darum. Aber eigentlich ganz schön krass, dass es hier auch keine Hechte gibt. Das in echt auch so ist, interessiert mich das immer, wenn es die dann. Warum es jetzt hier keine Hechte gibt. Würden sich doch hier auch wohlfühlen. Oder ist der Bestand so gering, dass es nicht mit angegeben wird? So wie bei uns in Thüringen in den meisten Gewässern wird Barsch meistens nicht angegeben, weil es die irgendwie überall gibt. Manchmal natürlich nur diese ganz kleinen 15 cm Barsche. Das ist dann natürlich immer ein Überraschungsfeuerwerk, wenn man mit Tauwurm angelt und dann 20 von den kleinen Barschen hat. Ihr wisst ja, was es heißt. Ist der erste Fisch am Tag ein Barsch, ist der Angeltag im Arsch. Aber schauen wir mal, wer ist hier? Da meldet sich doch jemand an der Pose. Hör! Das könnte Kollege Kleinbarsch sein. Nee, was ist das denn für ein Würmchen? Ein, ach, das ist ja auch niedlich. Niedlich, niedlich, sage ich nur. Herausforderung abgeschlossen. Weltmeister 2, fangt eine gewisse Anzahl Welt. Na ja, warum nicht? Der Weltmeister 2. Ja gut, es wird ein bisschen dunkler jetzt. Da kommt die Lorsche raus, die Welse. Ja, ist doch klar. Aber die Grundrute, die steht still. Die steht still. Und an der Spinnrute, zumindest bis jetzt, keine Bisse. Gar nichts. Einfach nur tot. Ah, da fallen mir wieder makabre Pornotitel ein. Oma 92, nicht tot zu kriegen. Nein. So, weiter geht's hier im Kontext. Im Kontext natürlich nicht. Ich möchte ja gerne noch was Schönes mit der Spinnrute fangen, aber probier uns hier eigentlich komplett
durch die ganze Palette durch und Bisse haben wir so gut wie auf nichts. Da muss es das gute alte Barstikor mal reißen. Also wenn das jetzt nicht wird, dann wird es ja auch nicht mehr. Also da knallt jetzt einer drauf. Da bin ich mir eigentlich sicher. So wie der Sand in der Wüste liegt. Wenn schon bei den anderen Routen nicht wirklich viel geht, dann doch bitte jetzt hier. Also ich muss schon sagen, die letzte Stelle jetzt hier ist für mich die schwächste Stelle. Wobei die Brücke jetzt auch nicht überragend war im letzten Part, aber ich weiß, je nachdem, wo man da steht, gibt es da einen richtig guten Spot, wo man richtig viele schöne große Fische fangen kann. Und viele. Steht aber auch lange. Der steht richtig lange immer unten. Noch rappelt's nicht in der Kiste, aber ich hoffe noch drauf. Ich hoffe noch drauf. Da ist wieder so eine kleine Ruhezeit drinne hier. Zeit vorgespult. Und es geht nichts, obwohl wir in der optimalen Bisszeit liegen. In einer richtig schönen Bisszeit sogar. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal eure Meinungen, Gedanken und Anregungen in die Kommentare. Eine bestmögliche darauf antworten. So, komm, jetzt häng dich ein. Häng dich ein. Was auch immer. Ja, jetzt war's das. Schade, Leute, da habe ich wohl mir zu viel versprochen hier. Das ist echt mager, 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 sage ich. Der einzige, der immer richtig ging hier und vor allem auch die anderen so dass die zwei Routen so lange stillstehen. Ja, ich meine, ich würde sagen, das ist Angeln. Das ist Angeln. Zum Abschluss noch was Schönes. Hauptsache Fisch, sage ich. Solange es kein Kilowelt ist. Aber auch kein Bosch-Kollege mehr. Hat man nur den einen? Nix da, Leute. Das ist Wahnsinn, wie still es gerade hier ist an dem Gewässer. Uiuiuiui, manchmal ist es echt hart. Manchmal ist es echt hart und ich denke mir dann immer, was machst du falsch, wa? Aber ihr kennt das natürlich auch, wenn ihr das Game zockt. Los, komm schon.
Ja. Oh. Schade. Wie ganz am Anfang. So viele Bisse. Das wären 5, 6 Fische mehr gewesen, aber. Tja, manchmal ist es halt so. Okay, ich würde fast sagen, ich mache jetzt hier meinen letzten Wurf. Und ich haue jetzt nochmal die Ruten um. Das gibt's doch gar nicht, Leute. Das gibt's doch absolut gar nicht. Dass die Kollegen hier einfach gerade null Bockstimmung haben. So wie ich, wenn ich 3 Tage durchgesoffen habe und sonntags auf der Couch liege, wie, ja, eine plattgedrückte Pflaume. Und einfach gar nichts mehr geht. So, jetzt hänge ich das Ding nochmal ins tiefe Wasser. Nein. So. Also, das ist doch eine unerhörte Frechheit. Aber wirklich unerhört, sag ich. So, Topspot jetzt. Also bitte. Nee. Naja, manchmal ist es so. Und jetzt beißt hier letztendlich was auf der Spinnrute. Weil wir haben jetzt hier in-game 47 Minuten geangelt, ohne dass was passiert. Und das ist schon, als würde manchmal wirklich direkt der Wurm drinne stecken. Aber da hängt im Zweifelsfall am Haken noch dran, weil sie einfach nicht wollen. Sie wollen einfach nicht. Tja, jetzt muss ich das Ding doch noch mal rauswerfen, weil alles andere wäre jetzt Quatsch. Probieren wir noch mal den Kollege. Och, okay. Na, wenigstens der eine rettende Fisch. Der eine rettende Fisch. Und das scheint dann wenigstens auch eine Barbe oder ein kleiner Karpf zu sein. Oder eine gute Karausche. Eine Barbe zum Abschluss noch. Ja, danke schön. Danke, meinem Barbus, Barbus. Ich bin nur offenkundig dämlich. Das war Fishing Planet the Fisherman. Sehr zäh jetzt zum Schluss gewesen, aber ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht krumm. So ist Angeln. Ich bin gerne wieder bereit, mit euch zu zocken. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Macht's gut, euer Affenkönig. Ciao.